Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde Black. Nur zu, durchsuchen Sie den Laden. Ich warte hier unten. Wenn Sie fertig sind, können Sie ja gemäß unserer kleinen Übereinkunft Ihre Erkenntnisse mit mir teilen. Oder nicht? Ist Ihre Entscheidung, Mr. Blacksad. Keine Sorge, es wird Ihr Schaden nicht sein. Colbert! Wilson! So, wenn ich an die Wohnung denke, kriege ich immer so ein bisschen Kopfschmerzen, weil da sind wir ja vorhin verhauen worden. Haben ganz schön auf die Mütze bekommen. Ja, es gibt hier mehrere Hinweise, deren wir nachfolgen müssen. Übrigens liegt ja immer noch diese Gammelpizza vorne auf dem Tisch. Die könnte man eigentlich einer wegschmeißen. Aber Ordnung ist hier in dem Spiel irgendwie nicht so gegeben. Ja, was sehen wir da? Ein Elefant, jemand in der Achterbahn. Seltsam. Barry ist mit Yale im Luna Park gefahren, okay. Der Duft einer Frau. Himmlisch. Jetzt wird er schon pervers, wenn er am Schal riecht. Das ist ja nicht schön. So, gucken wir mal in den Kühlschrank. Ich vermute mal, da wird es auch nur gammeln. Alter Joghurt. Abgelaufene Cola, irgendwie sowas. Ich traue mich eigentlich gar nicht. Oder abgetrennte Köpfe, wir wissen es nicht. Ich weiß zwar nicht, wie Yales Vorliebe für Eingelegtes mir helfen soll, diesen Fall zu lösen, aber es ist trotzdem gut zu wissen. Also, nichts Schlimmes gefunden, das ist gut. Dann essen wir jetzt die Pizza. Nee, das nicht, aber... Das Schlimmste daran, dass O'Learys Jungs hier aufkreuzten, waren nicht die Prügel, sondern der Umstand, dass ich nicht sicher sein konnte, was von denen war und was von Yale. Also ihm haben die Prügel gar nichts ausgemacht. So. Das ist wohl kaum das ideale Getränk für einen Sportler. Könnte aber auch die typische Verpflegung für Schläger sein, die in Diensten eines Buchmachers stehen. Das glaube ich auch. Die haben da gesessen, haben sie erstmal schöne Pizza reingedrückt und dazu eine schöne Coke getrunken. Keine Werbung an dieser Stelle. Ja. Können wir jetzt um den Tisch herumlaufen oder wie? Ah, da ist noch ein Hinweis. Und zwar ein Aufkleber. Hall of Fame, den wollen wir natürlich mitnehmen und kleben diesen gleich ein. Karte aufkleben, sehr schön. So, dann gehen wir wieder zurück und freuen uns. Ja, ansonsten war es das hier. Gehen wir mal zurück. Gucken mal, was wir hier noch so finden. Warum will er immer noch den Karton? Der ist ihm immer noch wichtig. Okay, vielleicht haben wir ja noch was übersehen. Es gibt ja noch weiteren Aufkleber. Nö. Gibt nichts weiter zu sehen. Also lassen wir das mal so stehen. Und schauen wir uns mal weiter hier noch ein paar Hinweise an. Und da sind wir reingekommen. Hier ist auch nichts weiter. Doch, dreckiges Geschirr. Das können wir vorstellen, dass es gammelt und stinkt. Ah, wieder eine weitere Karte. Hall of Fame. Kleben wir wieder ein. Irgendwann haben wir das Album dann voll. Was immer uns das auch sagen mag. Zurückgehen. Ja, das ist schön, dass er wieder den Hinweis zeigt mit dem Geschirr. Aber ich vermute mal nicht, dass wir hier sind zum Abwaschen. So, was findet er da? Ein Gemälde.
Und wieder eine Karte. Hall of Fame. Kleben wir wieder ein. Und haben jetzt wieder einen Spieler komplett und freuen uns. Gehen wir wieder zurück. Ja, das Bild sagt uns eigentlich soweit erstmal nichts. Oder doch? Können wir nochmal ein bisschen schwenken hier. Da unten liegt noch Tinte rum. Schuhcreme, Farbe, wie auch immer. Was da alles so rumliegt. Ja. Nö, ich glaube, das war's. Hier gibt's nichts. Manche Dinge werden halt angezeigt und nicht mal aufgedeckt. Bobby schien mehr als nur das Boxtalent seines Vaters geerbt zu haben. Neben der Neigung, sich einfach in Luft aufzulösen, natürlich. Schöne Kette. Ja. Schöne Kette. Und der freut sich, dass er sich selbst darstellen kann. Das ist ja auch wieder so eine Sache, die nicht jedem gegeben ist, aber er hängt das natürlich voller Stolz bei sich ins Zimmer auf. Gucken wir mal, ob wir am Schrank was finden. Wozu braucht jemand so einen großen Schrank für so wenig Klamotten? Es sei denn, man ist Junggeselle. Genau. Das wäre jetzt meine Schlussfolgerung. Das wird wohl ein Boxmagazin sein, oder? Nee. Ah, da haben wir wieder was. Kleben wir auch gleich mal an. Super. So, und dann lag da aber noch was. Ein Buch. Avianarius, sämtliche Exemplar Gedichte. Exemplar 1 von 3. Kennst du welche von seinen Verwandten? Seinen Vater, Avenarius. Avenarius? Ah, sein der Vater hat das Buch geschrieben. Sehr ist gut. Er nicht verschwunden? Vor 20 Jahren? Tja, vielleicht steckt er da ja auch mit drin. Ganz im Schlamassel. Mal hier. Ist aber sehr sauber hier. Gegensatz zur Küche. Dem allgemeinen Zustand des Apartments nachzuschließen, lebte dort niemand mit einem exzessiven Lebenswandel. Dem allgemeinen Zustand des Apartments nachzuschließen, lebte dort niemand mit einem exzessiven Lebenswandel. Okay, den Hinweis haben wir schon. Hier ist das Klopapier. Vielleicht können wir mal am Klo ziehen und mal ein bisschen spülen. Aber nein, hier geht es auch gar nicht weiter. Nö. Ich hätte ja eigentlich auch gedacht, dass er mehr jetzt hier so weitergehen kann oder irgendwie. Ach, da oben ist noch was. Wieder eine Karte, super. Die hätte ich doch beinahe übersehen. Alles eingeklebt, was wir finden können. Prima. Ja, hier geht's nicht weiter. So, wie ich schon festgestellt habe, was natürlich wichtig ist, trotzdem mal nach oben und unten zu gucken. Aber hier sind noch Bilder an der Wand. Die interessieren mich auch, aber da gibt es keinen Hinweis. Aber vorne auf dem Schrank liegt noch was. Meyer, La Fortune. Französische Fabeln aus dem 17. Jahrhundert. Diese Mare muss eine stinklangweilige alte Schachtel sein. Ui, das war eine Beleidigung, ja. So, wieder einkleben. So, und wieder raus. Es wäre natürlich geil, wenn man das Album vollkriegen würde, wenn man wirklich alles findet, was es so gibt. Sonst irgendwie was? Nö.
Hier liegen auch noch Bücher rum. Das Bild hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ja. Ja, ich glaube, mehr gibt es hier auch gar nicht zu sehen. Aber wir gehen hier nochmal weiter, weil hier sind ja auch noch Fußabdrücke am Boden irgendwie. Ist hier oben irgendwie noch was? Ne, hier ist nichts mehr. Das Geschirr hatten wir schon. Da ist das Schlafzimmer, da waren wir auch drin, aber können wir ja nochmal gucken. Sicher ist sicher, wenn wir schon mal hier sind. Versucht mal klug. Okay, das... Schöne Kette. Das hatten wir schon. Ach halt, was wir nochmal machen können. Schöne Kette. Können wir uns da dann ein bisschen bewegen hier? Das mal. Nö. Okay. Ja, und das andere ist das Gemälde. Das kennen wir auch schon. Ah, hier ist noch ein neuer Hinweis. Nö, ist immer noch der alte. Zwar zoomen. Aber das bringt uns nichts. Gehen wir mal zurück. Ja, ich würde sagen, wir gehen da erstmal raus, weil weitere Hinweise sehe ich hier nicht. Das im Badezimmer war in der Tat auch nichts. Sei denn, er sagt jetzt hier, wir haben irgendwas übersehen, wir müssen jetzt hier nochmal raus. So, wie ich gerade feststelle, kommen wir hier auch gar nicht raus. Vielleicht müssen wir auch erstmal was kombinieren. Das kann natürlich auch sein. Jetzt muss ich erstmal die Taste wieder finden zum Kombinieren. So, was war das nochmal? Tabulator war es nicht. F1. Ah, 1. So, was haben wir denn da? Das sind die ganzen Notizen. Okay, aber Navigation. Da können wir uns die Charaktere nochmal angucken. Genau, da ist noch ein Hinweis. Da können wir vielleicht mal ein bisschen was kombinieren. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Weekly hat sehr eindeutige Fotos von Nashorn Geliebter gemacht. In Yells Wohnung ist ein Schal. Und dann würde ich sagen, Mary ist mit Yell in den Luna Park gefahren. Mary ist erkältet. Ah. Das bedeutet, sie war kürzlich hier. Aber warum? Was hat die liebe Mary mit Yale zu schaffen, dem Tatverdächtigen in einem Mordfall? Das würde mich auch mal interessieren. Mary lügt, was Yale angeht. Jetzt kommen wir auch raus. Sehr gut. Nö, wir gehen. Wir Als haben ich genug ging, gesehen. Sagte ich O'Leary, dass ich nichts gefunden hätte. Sobald ich allein war, ging ich zu Marys Wohnung. Ah,
Aber vorher nahm ich ein kleines Abschiedsgeschenk für sie mit. Ja, ich hoffe nicht die alte Pizza. Nee. Schauen, was wir da finden. Ja, kombinieren wir und es ergibt sich wirklich mehr, als wir eigentlich dachten. Also das Mädel wird ja auch immer verdächtiger. Ich habe Engeln noch nie getraut. Mr. Blackside, das ist ja eine... Ein Schal. Jetzt soll sie uns mal eine erzählen. Wenn sie fallen, verwandeln sie sich in Dämonen. Joey hat mir erzählt, dass er den Nachmittag damit verbringen wolle, den Boxclub zu streichen. Und Bobby wollte irgendwas am Dach reparieren. Als ich die Leiche gefunden und die Polizei gerufen hatte, bin ich zu Bobbys Wohnung. Doch er war nicht dort. Wie haben Sie die Tür zu seinem Apartment geöffnet? Ich glaube, die stand bereits offen. Alles ist so verwirrend. Es tut mir leid, Mr. Blackshead. Muss es nicht. Ich bin hier, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ja, merkwürdig finde ich das auch. Wie ist Ihr Verhältnis zu Bobby Yale? Er war wie ein Sohn für Joey und wir wollten ja heiraten, wissen Sie? Na gut. Ich denke, es ist an der Zeit, ein paar Dinge klarzustellen. Ich weiß, dass Sie dann mit Yale betrogen haben. Ja. Oder war es dann doch umgekehrt? Nein, wie können Sie so etwas auch nur denken? Wie können Sie mich vom Gegenteil überzeugen? Genau, das würde mich auch mal interessieren. Die hat doch Dreck am Stecken. Ich habe in Yales Apartment ein Foto gefunden. Es zeigt Sie und ihn auf einer Achterbahn. Obwohl sie sich können krank sie gemeldet hat. Können Sie mir das erklären, Miss Purnell? Wegen Erkältung und so. Ich weiß, Mr. Blackshead. Was? Sieben meiner Urgroßeltern waren weiß. Der achte war schwarz. Per Gesetz bin ich eine Schwarze, selbst wenn mein Fell das Gegenteil sagt. Wissen Sie, was das heißt, wenn man in North Arlington, Alabama geboren wird? Rassentrennung bei der Gesundheitsvorsorge. Also deutlich schlechtere Bedingungen für Farbige. Wir haben sogar unsere eigenen Trinkbrunnen zum Teufel. Übel, dass sowas überhaupt gibt. Diese Getrennt-aber-gleich-Doktrin und all dieser... Dieser Müll. Und all diese Lügen. Deshalb bin ich hierher gezogen. Niemand weiß, welche Fellfarbe meine Urgroßeltern hatten. Ich bin auch schwarz. Und ich gehe ganz offen damit um. Nun, immerhin sind Sie ein Mann. Wie auch immer. Was hat das mit Bobby Yale zu tun? Genau. Er ist nicht mein ab. Neffe, Mr. Blackshead. Joey und ich haben uns um den armen Bobby gekümmert, seit meine Schwester starb, als er 15 war. Wir ja, warum sagt sie das denn nicht gleich? Das verstehe ich jetzt so schon. So kommt nicht. Also Joe Dunn ins Spiel. Bobby war der Einzige, der das von mir und Joey wusste. Wir hatten Angst, dass jemand meine Vergangenheit missbraucht, um seine Karriere zu ruinieren. Ist nicht das erste Mal, dass ich diese Geschichte höre. Genau. Sie hätten mir das schon eher sagen sollen. Ich habe das mein ganzes Leben lang verborgen. Tut mir leid. Ihr Geheimnis ist bei mir sicher. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Sind Sie sicher, dass Sie nicht wissen, wo Ihr Neffe sich aufhält? Ich habe ihn überall gesucht. Er ist nirgendwo zu finden. Keine Sorge. Ich finde ihn schon. Danke. Ob wir ihr das glauben sollen, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Was Sonja Dunn und den Ring angeht, ich konnte die Wahrheit vor ihr verbergen. Das weiß ich zu schätzen, aber andererseits... Was? Ach, nichts. Vielleicht hat sie ein Recht, es zu wissen. So, wir schauen jetzt mal genau hin. So. Hier zoomen wir mal. So, wo ist denn der Pfeil hin? Ne,
Wir zoomen mal rein. Weiter runter. Nee. Wir gucken weiter. Mary riecht nach... Im Grunde riecht das ganze Zimmer wie ein frisch gebackener Kuchen, weshalb ich keine anderen Gerüche mehr unterscheiden kann. Okay, ja. So, weiter nach rechts, weiter nach unten. Ja. Jetzt wollen wir mal rüber. Genau. Nächster Hinweis. Fernseher und Radio in einem. Wo sollen diese verrückten Zeiten noch enden? Stimmt, das war damals was Modernes. So. Runter. Weiter hoch. Weiblichkeit fängt zu Hause an. Okay. Das ist ein Hinweis, sie liest. Okay. So, und jetzt muss die Schnüffelnase noch einen Hinweis haben hier. Weiter rechts. Weiß nicht, können wir mal. Weiter runter. Weiter runter. Weiter runter, ein Stück hoch. Hier muss irgendwo was sein. Weiter rüber. Jo, da ist es. Der dritte Hinweis, sehr gut. Frisch aus dem Ofen. Das ganze Zimmer riecht nach Kuchen. Tja, das ist die Frage, wem sie da empfängt, dass sie auf einmal Kuchen backt. Dieser Kirschkuchen riecht so gut, dass ich so langsam Hunger kriege. Danke. Ich habe ihn gerade rausgeholt, kurz bevor Sie gekommen sind. Ach, wo bleiben nur meine Manieren? Ich bin die schlechteste Gastgeberin der Welt. Ja, dann gib mal ein Stück rüber. Können wir ja auch gerne mal essen. Lassen Sie mich ein Messer aus der Küche holen. Und Sie haben sicher Durst. Mal sehen. O-Saft, Kaffee... O-Saft wäre gut, danke. Ja, wir nehmen Orangensaft. Oh, klimmen wir gleich ein. Super. Sie hat auf beiden Bildern das Gleiche an. Also sagt sie wahrscheinlich die Wahrheit. Naja. Wunderschöne Sachen, die Sie hier haben. Ja, mal ein bisschen flirten mit ihr, oder? Oh, der Kuchen sieht aber lecker aus. Alter Schwede, hat er die ganzen das ganze Tablette gefressen, oder was? Den ganzen Kuchenteller? Noch ein?
alles komplett. Ah, ich denke mal, da wird eine Strategie hinterstecken, dass sie für ihren Neffen nichts hat. Ah, zwei Hinweise. Jetzt wird er bestimmt sagen, ihre Augen sehen traurig aus. Weiter runter. Jetzt, wo fast kein Kuchen mehr übrig ist, hat sich der Duft auch verzogen. Interessant. Jetzt riecht Mary wie ein riesiger Hund. Uah. Mary, wann hören Sie endlich auf, mich anzulügen? Ich weiß, dass Ihr Neffe hier ist. Ich kann ihn riechen. Was? Genau. Nein, ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube ihr nicht. Schluss mit den Spielchen und raus mit der Sprache. Wo ist er? Sie können ja gern das ganze Haus durchsuchen, wenn Sie wollen. Nur zu. Er ist nicht hier. So, ein... Ach, noch zwei Hinweise. Weiter rüber. Weiter runter. Moment mal. Sie ist nicht diejenige, die so riecht. Weiter rüber. Da drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Schauen wir mal hier. Von dort kommt Bobby Yales Geruch. Der ist da bestimmt drin. Deswegen haben Sie da gesessen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Doch, tun Sie. Würden Sie bitte zur Seite gehen, damit ich mal nachsehen kann? Verschwinden Sie! Hey! Mary, um Himmels Willen, weg mit dem Messer! Los jetzt, oder... Oder was? Sie wissen, dass ich Ihnen das Messer wegnehmen könnte, wenn ich wollte, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich mein's ernst. Ich will Ihnen nicht wehtun. Lass ihn in Ruhe! Bobby! Nein! Und ranzoomen. Jawohl. Jetzt haben wir's. Ah. Hey, ich hab so auf W gedrückt. D. A. D. D. Oh, was ist denn jetzt? Herzinfarkt oder was? Alter, der hat ein Herzproblem, würde ich sagen. Bobby! Krankenwagen. Tun Sie, was ich sage. Rufen Sie einen Krankenwagen. Bei einem Herzanfall muss man an zwei Sachen denken. Erstens ruhig bleiben, zweitens bei der Herzmassage einen Stoß pro Sekunde. Okay. Eins Mississippi. Achso, halt. Zwei Mississippi. Drei Mississippi. Vier Mississippi. Fünf Mississippi. Sechs Mississippi. Sieben Mississippi. Oh, wir haben ihn wiederbelebt, super. Ach, Bobby. Ich hasse das, an der Tastatur einen Rhythmus irgendwas zu drücken. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Danke. Aber wir machen ja alles für das tolle, super Spiel.
Ja, jetzt hat sich das wieder alles aufgeklärt. Ich hatte jede Menge Gründe, jenen Tag für einen großartigen Tag zu halten. Ich hatte bei einem Selbstmord ermittelt. Ich hatte herausgefunden, dass wir es in Wahrheit mit einem Mord zu tun hatten. Ich hatte den Hauptverdächtigen ermittelt und dingfest gemacht. Und ich hatte jemanden das Leben gerettet. Ich glaube, es wird Zeit, zu kombinieren, oder? War krass, ne? Wenn man überlegt, dass ein Sportler, Boxer, dass hier irgendwas faul war. Und kriegt eine Attacke. Schrecklich faul. Auf jeden Fall haben wir lecker Kuchen gegessen, das ist doch auch schon mal was. Dass sie sich bloß nicht in Selbstjustiz üben, John. Ich hoffe, dass wir keine einsamen Rächer sind. Ich will eine Pistole. Was zur Hölle? Müsste sich auch mal ein bisschen mehr Schlaf gönnen. Ich hasse Privatdetektive. Alter, wie er wegnickt. Du bist tot, Katze. Sind Sie das, Mirnoff? Sie scheinen mir recht aufgewühlt zu sein. Albtraum? Ja, von der Sorte habe ich jede Menge. Willkommen genau. Im Club. Er hat ja auch genug geträumt, mal ganz ehrlich. In seinem jetzigen Zustand wird Yale nicht abhauen. Außerdem ist das jetzt unsere Sache. Danke, aber das wird nicht nötig sein. Ich kann Yale selbst im Auge behalten. Keine Frage. Ich habe ja gerade selbst erlebt, wie wachsam sie immer sind. Und ja, was gestern passiert ist. Ich hatte sie gebeten, sich nicht einzumischen oder mich zumindest vorzuwarnen. Am Anfang wollte er davon gar nichts wissen. Und jetzt, ne? Hätte ich nicht eingegriffen, wäre Bobby Yale jetzt vielleicht tot. Wenn sie mich gewarnt hätten, wäre sein Herzanfall vielleicht zu vermeiden gewesen. Ja, so ein Sack. Wie dem auch sei. Passiert eben. Wir haben ihm so oft angerufen und gesagt, wir haben da einen Fall und wir glauben, dass der Selbstmord Mord war. Und er hat überhaupt nicht reagiert. Ich meine, was will er uns jetzt vorwerfen? So ein Spast. Wann genau ist Ihnen klar geworden, dass er dann ermordet hat? Alter, der hat einen guten Zug drauf. Nur so aus reiner Neugierde. Immerhin bin ich ja Polizist. Also ich denke, es sagt alles, wenn ein Verdächtiger versucht, einen umzubringen. Was ist mit dem Motiv? Irgendeine Idee? Ich weiß, dann wollte den Kampf absagen, weil Yale etwas getan hatte. Aber ich weiß immer noch nicht, was genau das war. Wie auch immer. Hoffentlich kann Yale mehr dazu sagen. Dürfte ich ihm wohl einige Fragen stellen, wenn er wieder wach ist? Das machen Sie doch sowieso, ob ich es erlaube oder nicht. Ich fühle mich nicht recht. Hintergang. Sehen Sie im Gegenzug mal auf dem Revier vorbei, wenn es keine Umstände macht. Ihre Ermittlungen könnten meinen Leuten wirklich weiterhelfen. Die übrigens sicher schon darauf warten, dass ich Mary Pernell verhöre. Mann, die war ja praktisch nicht von Yale wegzukriegen. Sie hat in den letzten Tagen eine Menge durchgemacht. Seien Sie nett zu ihr. Natürlich. Schließlich sind wir ja trotz allem keine einsamen Rächer. Da hat er recht. Und Sie ruhen sich mal aus. Sie werden es weiß Gott noch brauchen. Mach ich. Danke für den Tipp. Die Schwestern sollen sich mal ihr Gesicht ansehen. Sie sehen aus wie ein geprügelter Filmdetektiv. Ich fürchte, der Film ist noch nicht zu Ende.
Ich hoffe sehr, dass Sie sich irren. Der gibt mir ein bisschen Übernehmen auf den Pinsel. Sie, Officer. Alles klar. Ich lasse Sie in 6 Stunden ablösen, verstanden? Doktor. Oh, ne, extra als Doktor. Ah, ist ja auch der geil. Detektiv. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich ganz gut gegen den Burschen geschlagen. Besser als wahrscheinlich die meisten. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Also, ich falle immer auf die Füße. Ja, da steht der Name. Guter Hinweis. Dr. Palmer. So. Weiter runter. Dr. Palmer haben wir doch schon. Brauchen einen anderen Hinweis. Achso, Auge, ne? Hier irgendwie. Was hat er denn da an der Nase? Unsere Gesellschaft traut Reptilien nicht über den Weg. Doch das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem besteht darin, dass wir glauben, hinter unserem Misstrauen stecke irgendeine fundierte Logik. Wie geht's Yale? Ist er wach? Oh ja, schauen Sie bei ihm rein, bevor er wieder einschläft. Wobei, versuchen Sie mal lieber, ihn nicht mit allzu vielen Fragen zu behelligen. Wird er in 2 Wochen fit für den Kampf sein? Ist noch zu früh, um das sagen zu können. Immerhin hatte er einen Herzanfall. Okay. Also das, wenn wir mal kombinieren. Das war das, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass der Kampf abgesagt werden sollte. Ziel einer. Ich will ihn nicht sehen. Der Arzt hat gesagt, ich soll schlafen. Und der Quarz. Man hat nicht oft die Gelegenheit, in solcher Ruhe dermaßen geschwächte Verdächtige zu verhören. Seine Körpersprache ohne Ablenkungen studieren zu können, ist ein seltenes Geschenk. So. Was finden wir da? Er sieht mich direkt an. Wenn er meinen Blick nicht standhalten könnte, würde er wohl lügen. Doch das ist hier nicht der Fall. Nö. Sein Puls wird schneller. Das könnte bedeuten, dass er lügt. Aber vielleicht ist es auch einfach nur reine, ungebändigte Wut. Das kann auch sein. Ich meine, er wollte uns immerhin auf die Fresse hauen, ne? Er ballt die Faust. Ein Zeichen zurückgehaltener Wut. Geballte Faust, schneller Puls, fixierender Blick. Er ist wirklich wütend auf mich. Tut mir leid, dass du mich nicht sehen willst, aber... Ich hab dir das Leben gerettet, Kleiner. Vielleicht ist dir meine Tante ja dankbar. Ich auf jeden Fall nicht. Zum Glück habe ich gerade meine Medizin gekriegt. Ich werde gleich einpennen. Schön, ich komme gleich zum Punkt. Warum hast du Joe dann umgelegt? Was? Willst du mich jetzt durcheinander bringen? Joe hat sich erhängt. Ich weiß, dass die Tatwaffe dir gehört hat. Was? Das Seil? Nee, der Expander. Welche Waffe meinst du denn? Spiel keine Spielchen mit mir, Kleiner. Ich meine den Expander. Ein Expander? Ja, ein Expander.
So, das überprüfen wir nochmal. Sein Puls ist ruhiger geworden. Sagt er die Wahrheit oder schläft er gleich ein? Dan war zu klein, um sich selbst mit diesem Seil zu erhängen. Dann stimmt das also. Man hat ihn ermordet. Ja, er wurde ermordet. Sagen wir einfach, ich glaube dir. Aber wer soll es dann gewesen sein? Der Täter hat Dan mit einem Expander getötet und Indizien platziert, damit wir an einen Selbstmord glauben. Er hat aber genügend Spuren hinterlassen, damit wir auch ganz sicher die wahre Mordwaffe finden. Dann hat er den Expander in deinen Spind gelegt, um dich zu belasten. Fällt dir jemand ein, der so verschlagen ist? Und auch noch ein Motiv hat? Ich weiß es nicht. Desmond O'Leary scheint mir auf jeden Fall verschlagen genug zu sein. Hatte der was gegen Dan? Bin mir nicht sicher, ob die sich überhaupt kannten. Zumindest nicht persönlich. Vor etwa einem Monat hat Joe einen von O'Learys Leuten aus dem Boxclub geschmissen. Der wollte eine Visitenkarte dalassen. Für Jake Ostiambi. Ja, genau. Hat Jake dir davon erzählt? Sowas in der Art. Sonja. Was ist mit Sonja dann? Sonja? Wohl kaum. Sie ist seltsam, aber sie ist seine Tochter. Hab schon Schlimmeres gesehen. Glaub's mir. Gerade wenn es ums Geld geht. Vielleicht war es. Was rede ich da? Jay könnte sowas niemals durchziehen. Ach, schon gut. Ja, bleibt nur noch einer. Was ist mit Frank Cassidy? Glaubst du, der hat ein Motiv? Vielleicht. Vor ein paar Wochen hat mich Joe zu einem Treffen des Verbandes der Boxmanager mitgenommen. Geleitet von Cassidy. Oh. Ja. Er war wie davon besessen, es für Boxer illegal zu machen, ohne einen Manager zu kämpfen. Oder ohne einen nicht organisierten Manager. Alle waren einverstanden, bis Joe das Wort ergriff. Der sagte, damit würden wir auf das Niveau der Mafia sinken. Dass Cassidy diesen Verband nur gegründet habe, um ein Monopol auf den Sport zu haben und so richtig abzusahen. Da sind die anderen ins Grübeln gekommen. Und Cassidy stand mit leeren Händen da. Armer Cassidy. Black Sat, ich denke, ich schulde dir eine. Also. Ja, genau, entschuldige dich mal. Weißt du, mein Vater ist verschwunden, als ich 6 war. Direkt nachdem er einen Kampf gewonnen hatte. Wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. Hast du auch mal eine Ahnung, was das für ein Kind bedeutet? Wer weiß, wo ich jetzt wäre, wenn es keinen Joe Dunn in meinem Leben gegeben hätte. Selbst als ich Jahre später auf die schiefe Bahn geraten bin und ihm eine Pistole an die Schläfe gedrückt habe, er hat mich trotzdem unter seine Fittiche genommen und in die richtige Richtung befördert. Und Ehrenmann. Jetzt, wo er weg ist, riskierst das du dein Leben, Ehrenmann. Seinen Mörder zu finden. Danke. Ich mach ihn. Oh, er schläft. Jetzt können wir ihn nochmal genauer untersuchen. Wahrscheinlich die Hand. Die Hände sagen eine Menge darüber aus, was in einer Person vor sich geht. In der Tat, gerade als Boxer. Mal gucken, was der Puls sagt. Ist es normal, dass sich seine Augen so bewegen? Ich glaube, er ist unruhig.